Gina hat gesprochen. Jack Junior Holland muss ich jetzt konfrontieren. Konfrontieren. Keine Musik, Alter. Die Karre lasse ich erstmal reparieren. Ich habe Zeitlupe gemacht, weil das besser aussieht. Holy moly! Jack. Verstehen Sie ja schon. Was war denn das? Oh Gott. Komm mal gleich hier ran, komm mal ran hier. Ich kann es nicht glauben, dass sie hier die Klimaanlage einfach so auf der Straße stehen lässt. Es können sich Leute verletzen. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich auch. Und gleich der nächste, komm mal ran hier. Ich glaub, kann nicht glauben, dass sie hier die Klimaanlage auf der Straße stehen lässt. Kann sich eine verletzen, ich glaube, es hackt. Ja, komm näher. Was willst du mir sagen? Ah, ich wollte ja auch mal was sagen. Weiter geht's. Herr Holland kommt jetzt dran. Schau nach, was da los ist. Es geht nur um Grenzplätze, sich zu verstecken. Wenn du meinst. Ich kümmere mich um diesen Hurensohn. Was war das, verdammt? Ich mach das. Ab deines verdammlichen Lebens. Hilfe! Wir sind unter Beschuss! Kommt sofort her! In Deckung! Ist mal lieber nicht hergekommen. Wieder ein Tittenbild eingesammelt. Hier drüben, da ist er. Das muss ziemlich wehgetan haben. Termin etwas auf. Ich hab dich. Er ist hier drüben. Scheiße, hat nichts mehr.
Oder... So, Jack Junior, was hast du zu erzählen, du Penner? Wo sind jetzt deine dicken Eier, Kleiner? Lass mich nicht sterben. Tut mir leid, zu spät gesagt. Du willst nicht so sterben? Ich rufe erstmal meine Kumpels, dann lassen sie dich sterben. Arsch. Erstmal wieder Cassandra anrufen, Cassandra. Kannst du mir ein paar Jungs aus deiner Crew für Tick vorschicken? Meine Leute können den Bezirk im Halbschlaf sichern. Das ist kein Problem. Das wird's erst, wenn du bei unserem nächsten Treffen versuchst, ihn uns wegzunehmen. Kannst du gerne haben, mir noch scheißegal. Also mir ist es in dem Spiel egal, wer was kriegt. Könnt ihr euch drum schlagen. Mit ihren Pussy Wagons wieder, Alter. Hey, Mr. Clay, sehen Sie, eins dieser Autos hat einen eingebauten 8-Spur-Kassettenspieler. Toll. Geil, ne? Kannst du haben. Ich will nicht. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, sehr gut. Wupp. Ah, hier steht nur ein Motor. Das ist scheiße. Da muss ich wieder kotzen. Hä? Das ist meine Karre. Muss ich mir wohl eine holen? Nehme ich mal. Den Lasseter Leopard. Ich brauche eine neue Kiste in Tick vor. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal. Triff Donnerin für ein neues über Frank Paganani. Habe ich schon extra gemacht. Und tschüss. Das ist eine große Hilfe. Und los geht's. Donovan. Und wieder zu Ihr lenkt mich ab, ihr Zuschauer. Ihr lenkt mich ab. Donovan. Donovan. Wie soll ich jetzt da rein, du Arsch? So. Donovan. Ich krieg ein Signal von dem Gerät, das du an Frank Paganis Wagen angebracht hast. Er ist also wieder in der Stadt. Und bestimmt ganz wild darauf, deine Bekanntschaft zu machen. Da würde ich drauf wetten. Das Signal ist stabil, den Rest schaffst du allein. Benutzt den Tracker, den ich dir gegeben habe. Bis später. Alles klar, UPS-Fahrer. Fahr ja schon weg. Piepen wird immer schneller.
Scheint der richtige Ort zu sein. Ja, die haben auch Kämpfe erlebt, aber sie haben alles unverletzt überstanden. Was willst du damit sagen, Junge? Warte! Dass ich mal eine Runde pfeife und ihr zu mir kommt. Du weißt gar nicht, wie erledigt du bist, Junge. Lass weg hier! Ich such mir eine Deckung! Zum Henker konnten wir ihn entkommen lassen! Scheiße! Wie ich mich freue, dich umzulegen, du gehäutet Schwanzlutscher! Scheiße! Na, mal sehen, ob du es noch drauf hast, Frank. Komm, 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 komm! Mr. Pagani, so dürfen Sie aber nicht über Mr. Marcano reden. So, jetzt bist du dran. Autobahn, bin ich der King. Hallo. Mehr hast du nicht drauf. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Okay. Du kannst ihn noch auf andere Waffen fallen. Wie denn? Scheiß auf den Reifen. Komm, 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 Auto. Auto. Hoch da. Ich weiß, du hast einen Platten. Hoch da. Und jetzt runter da. Ich krieg ihn noch, Freunde. In dieser Folge krieg ich ihn noch. So, jetzt ist er dran.
Großschwert schneller. Noch was zu sagen? Ich hab dir doch nichts getan, aber ich hab sehr interessante Sachen gesehen. Mann, siehst du scheiße aus. Mir fehlt nur noch die Verbindung zu Kuba. Bitte, ich habe innere Blutung. Ich brauche einen Doktor. Ich habe eine Frau und drei kleine Töchter. Du willst einen Doktor? Dann erzähl mir jetzt lieber, was ich hören will. Also, das ganze Zeug da. Sal hat das alles geplant. Aber die Blüten haben nichts getaugt. Ich sollte noch einen Mann ins Boot holen. Einen gewissen Alvarez. Ein Fischer arbeitet für Castro. Hat er dir auch die Platten gegeben? Platten? Ich dachte, das weißt du. Wegen dem Raubüberfall. Der Raubüberfall? Marcano wollte die Druckplatten der Bank. Ja. Wo steckt dieser Alvarez? Wo? Einer von Tommys Leuten nahm ihn mit, 10, 15 Minuten bevor du aufgetaucht bist. Wo ist er mit ihm hin, Mann? Wo? Ha! Meine Töchter. Nein. Nein. Fuck! Das Geheimnis nimmt er mit ins Grab. Ich habe 48 Jahre damit zugebracht, Lincoln Clay zu verfolgen, weil er ein Krimineller ist. Furchtbar, was ihm passiert ist, aber... Wissen Sie was? Ich denke, dass... Als er Sammy, Alice und Danny Burke tötete, da wurde klar, was Lincoln wirklich war. Ein Monster. Wow, ich bin ein Monster. I'm a monster. Und ich weiß nicht weiter. Na, das wird ja noch was. Abgeschlossen. Woo! Jetzt geht's weiter mit den drei. Ein Säufer, ein guter. Schlampe. Das hier ist unser erster Schritt auf dem Weg, Marcano zu brechen und die Stadt zu übernehmen. Ich höre mir an, was ihr zu sagen habt, aber ich entscheide, wer was bekommt und diese Entscheidung steht dann. Deine Entscheidung? Als du meine Leute an die vorderste Front geschickt hast, um diese Läden zu erobern, hat deine Entscheidung doch schon festgestanden. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Man könnte glatt vermuten, du hättest schon Pläne für diesen Teil der Stadt. Ich glaube, die beiden wollen sagen, dass es gewisse Erwartungen weckt, wenn du jemanden rufst, um Geschäfte für dich zu erobern. Denk nächstes Mal dran. Wir haben alle empfindliche Egos. So, wen soll ich nehmen? Was denkt ihr? Wen habt ihr gewählt, falls ihr das Spiel auch schon gemacht habt? Schreibt es mal in die Kommentare. Auch bei Facebook gerne. Morgen früh wird diese Stadt erfahren, dass ihr lieber Onkel Lou nicht da draußen in den Sümpfen gestorben ist, als sein Dampfer sank. Und nach Lou's Tod wird Sal hektisch seinen nächsten Zug planen. In der Zwischenzeit übernehmen wir aber schon das Blauhaus und das Cistern und alle Pubs und Bars im French Ward. Es gibt hier nur einen klugen Zug, Partner. Wir haben einen langen Weg vor uns. Versau nicht alles mit einem falschen ersten Schritt, Junge. Wir reden vom Geld verdienen, aber was eigentlich zählt, ist Respekt. Du weißt, dass ich damit klarkomme. Nicht viele Menschen sind mit mir durch dick und dünn gegangen. Joe war einzigartig. Denk dran, du hast mich um dieses Treffen gebeten. Ich nehme Vito. Scheiß auf die anderen. Diese Gegend. Wird auch langsam Zeit. Ich wusste ja immer, dass du was in der Birne hast. Na, das ist eine verdammt nur... komische Vorstellung von Loyalität. Ja. Ich werde dran denken, wenn du mich das nächste Mal um Hilfe bittest. Ich werde einfach in aller Ruhe abwarten, bis einer von euch Arschen gegen die Wand läuft. Nur so als Warnung. Das war's für jetzt. Säufer. Ich werde von mir hören, wenn ich was brauche.
könnt nach Hause fahren. Geizhälse, ne? Hör zu, ich hab dir ein paar Namen genannt und zahl dich dafür, dass du sie findest. Also erzähl keine Scheiße. Ja, okay. Mach's einfach. Mann, Mann, wenn man nicht alles selber macht, dann... Ne. Alles in Ordnung? In dieser Nacht. Sammy war so erleichtert. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Durch das Geld dachte er, dass wir alle von Marcano unabhängig werden. Dieser Witz! Was zur Hölle hat Frank dir gesagt? Marcano hat uns die Bank ausrauben lassen, um an die Geldplatten zu kommen. Georgie musste sich während des Überfalls geschnappt haben. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Darüber haben wir doch schon geredet. Das ist alles nicht deine Schuld. Doch, genau das ist es. Sal ist wie ein Geschwür, ein Aasgeier. Er hatte immer vor, euch alle reinzulegen. Schon vergessen, was er mit Vito gemacht hat? Er hat deine Familie ermordet. Das können wir nur wieder gut machen, indem wir jeden umbringen, der diesen Haufen Scheiße auch nur angesehen hat. Brauch jetzt einen Schluck Bourbon. Pagani behauptet, Marcano konnte das Geld nicht selbst drucken. Darum hat er einen kubanischen Fälscher namens Alvarez engagiert. Was wissen wir über South Downs? Tommy Marcano ist keiner von denen, die scheißen, wo sie essen. Drum weiß man nicht viel über seine Geschäfte. Er betreibt ein Wettbüro und hat ein Lager für seine Schmuggelware. Tommy weiß sicher, dass ich hinter Alvarez her bin, deshalb versteckt er ihn wahrscheinlich an einem dieser Orte. So oder so, ich schnapp ihn mir. Ich werde dafür sorgen, dass Marcano nicht einen einzigen Dollar mit diesen Platten drucken kann.